Im Einvernehmen mit dem erweiterten Präsidium habe ich den Landtag des Saarlandes zu seiner 5. Sitzung für heute 9 Uhr einberufen und die Ihnen vorliegende Tagesordnung festgesetzt. Zur heutigen Sitzung darf ich auch ganz herzlich eine Besuchergruppe aus Bayern unter Leitung von Herrn Peter Gürtler begrüßen, die im Rahmen der Einführung von Gruppen in die Parlamentsarbeit bei uns heute zu Gast ist. Herzlich willkommen. Die Mitglieder des erweiterten Präsidiums haben sich im Hinblick auf die Redezeit für die Aussprache zu den Tagesordnungspunkten auf Folgendes verständigt. Mit einem ganzen Redezeitmodul werden die Tagesordnungspunkte 2, 3 und 8 beraten. Die Tagesordnungspunkte 4, 5, 6, 9, 10 und 11 werden jeweils in einem halben Redezeitmodul beraten. Die übrigen Tagesordnungspunkte finden ohne Aussprache statt. Zu Tagesordnungspunkt 8, dem Antrag der CDU-Landtagsfraktion betreffend Energiepreispauschale auf weitere Bevölkerungsgruppen ausweiten, Drucksache 17/37, hat die SPD-Landtagsfraktion mit der Drucksache 17/50 den Antrag betreffend Energieversorgung sichern, Energiepreise solidarisch abfedern, Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen eingebracht. Wer dafür ist, dass der Antrag Drucksache 17/50 als Punkt 14 in die Tagesordnung aufgenommen wird, den bitte ich, eine Hand zu erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 17/50 als Punkt 14 in die Tagesordnung aufgenommen und gemeinsam mit Punkt 8 beraten wird. Zu Punkt 10 der Tagesordnung, dem Antrag der AfD-Landtagsfraktion betreffend Markthochlauf von E-Fuels ankurbeln, Zulassung und Forschung landesweit unterstützen, Drucksache 17/44, hat die CDU-Landtagsfraktion mit der Drucksache 17/48 den Antrag betreffend Technologieoffenheit gewährleisten, Entwicklung und Produktion von alternativen Kraftstoffen forcieren eingebracht. Wer dafür ist, dass der Antrag Drucksache 17/48 als Punkt 15 in die Tagesordnung aufgenommen wird, den bitte ich, eine Hand zu erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 17/48 als Punkt 15 in die Tagesordnung aufgenommen und gemeinsam mit Punkt 10 beraten wird.